Moment, sehe ich es richtig? Das ist doch... Ist das wirklich und wahrhaftig ein Dreihörnashorn? So ist es, glaube ich. Seit vielen 100 Jahren lebt das wundersame Tier bei uns. Und ich passe gut auf, dass ihm niemand etwas zu leid tut. Ich schaue, dass es gesund bleibt und gut geschützt ist vor all den gefährlichen Jäger und traurigen Wilderern. Mubuyu, das ist Zani. Das ist der absolute Gipfel vom Zipfel. Was werden meine Freunde heim für Augen und Ohren machen, wenn ich ihnen von dieser einmaligen Entdeckung erzähle? Ja, der Herr Professor Dr. Hector und der Rudi Studer im Zoo, der Max, Smiley und der Lehrer Peter. Globi, lass, ich weiss nicht recht. Wär's nicht viel gescheiter, wir behalten das Geheimnis ganz alleine für uns. Ja, dass das Dreihornnashorn auch in Zukunft friedlich sein Leben kann geniessen da in dem Paradies. Wohlbehütet vom Mubuyu. Ja. Genau, Globi. Dann hat recht. Ja. Wir sagen rein gar niemandem, dass wir das Dreihorn wirklich drauf haben. Das wird das Beste sein. Asante, Sana, Asante. Das heisst bei euch viele, viele Dank. Aha. Das ist lieb von euch. Und etwas verspreche ich euch. Was? Ihr dürft gern immer wieder auf Besuch kommen bei meinem Stamm und in unserem Tierparadies. Oh, liebe Mubuyu, also ich mach das sicher. Da gibt's für mich als Nashornforscherin noch viel zu tun. Oh, für mich aber auch, Anna. Stell dir mal vor, was ich zu tun habe, wenn ich das zu Hause niemandem erzählen darf und immer muss auf den Schnabel hocken.